Wir sind bereit für die zweite Runde beim Challenge Cup bei Let's Play Pokémon Train Card Game. Wir kämpfen in einem Feuerdeck gegen ein Pflanzendeck und ich hoffe mal, das wird eine einfache Geschichte. Mein Deck ist fertig soweit. Ich hoffe, ich ziehe mal nicht wieder so viele Psycho-Pokémon. Sonst wird das nicht ganz so schnell gehen. Aber schauen wir mal. Als ich das Deck das letzte Mal eingesetzt habe, haben sich ja die Feuer-Pokémon so ziemlich versteckt. Aber da haben wir mal direkt eins. Einen Mauzi. Aber ansonsten... naja... könnte besser sein. Ich setze mal Mauzi rein. Glumanda, was sag ich? Glumanda setze ich rein und dann Mauzi. Und meinetwegen auch noch das andere Mauzi. Und dann hoffe ich, dass ich gleich mal Feuerenergie ziehe. Und meine Gegnerin darf anfangen. Ausnahmsweise mal. Okay. Hast ja nur einen Tangela. Kannst sowieso nicht angreifen mit einer Energiekarte. Ich habe einen Abra und benutzen wir mal Bill. Bill, bring mir Feuerenergie. Dann kann dieser Kampf ganz schnell zu Ende gehen. Nein, zwei Psycho-Energiekarten. Wo ist die ganze Feuerenergie? Ach, Glumanda, Glumanda. Hier benutzen wir die Pluspower und machen Kratzer. Das sind immer 30 Schadenspunkte. Was man alles durch Schwäche und Pluspower erreichen kann. Und ich glaube, wenn sie jetzt kein Pokémon platziert, habe ich gewonnen. Oder mich nicht paralysiert oder sowas. Oh oh, nein. Wirf Zahl, dann habe ich schon gewonnen. Nein! Es sollte natürlich nicht so sein. Und immer wenn sowas passiert, dann ziehen sie natürlich noch ein anderes Pokémon. Ich würde mich ja entwickeln. Muss mal kurz was schauen. Tangela. Was kann Tangela? Das Giftpuder. Okay, also wenn Tangela Giftpuder einsetzt, dann war es das mit mir. Also benutze ich mal lieber Lutexo. Ich kann zwar noch nicht angreifen, aber ich werde dann in der nächsten Runde den Schlitzer einsetzen. Und da seht ihr es. Es kommt ein weiteres Pokémon in den Ring. Okay, und ich bin natürlich muss man sagen, wiedergelehnt. Ach komm, Abra, wenn du schon da bist, dann mach dich wenigstens nützlich. Jetzt muss ich aber noch mal angreifen können, sonst hat mein Glutexio wirklich gar nichts gerissen. Oh nein, das mit dem Gift muss natürlich noch sein, ne? Ah, extra schön obendrauf. Mmh. Oh, das zieht richtig schön. Boah. Armes Glutexio, es schmoddert vor sich hin. Bill, du kommst etwas spät. Du hättest mal etwas früher auftauchen können. So, aber noch kann uns Calabra alles retten. Ah, Mann, der Kampf hätte so schnell vorne zu Ende sein können. Aber die Münze spielt natürlich wieder nicht mit. Bin ich auf der Bank eigentlich weiterhin vergiftet? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich wechsle einfach mal. Mal schauen. Okay, Glutexo ist nicht mehr vergiftet. Na dann, ist ja gut. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Nur um Mauzi muss ich mir, glaube ich, jetzt Sorgen machen. Ach, ja, Schmodder. Bitte gib mir mal jetzt eine Energiekarte. Oder ein Bill, der kann mir auch Energiekarten geben, weil er gerade die Lust dazu hat. Ja. Defender ist auch klasse. Ach Quatsch, ich habe ja schon zu Kadabra entwickelt. Was mache ich denn? Ja. Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, dass Mauzi ins Gras beißt. Komm, mach's fertig. Ja, umklammer mich nochmal nett. Eine feste Umarmung, das hat mein Mauzi verdient. Und da zieht sie auch schon den ersten Preis. Eieieiei. Okay, ich möchte eigentlich noch mit Glutexo weitermachen. Dazu müsste ich aber nur gleich eine Energiekarte ziehen. Wir zocken jetzt einfach mal. Ich vertraue mal auf, dass ich Energie ziehe. Ja, die kommt zwar viel zu spät, aber ich kann sowieso nicht mehr Flammenwurf einsetzen, aber das ist auch voll Latte. Wir benutzen die einfach mal. Defenden uns, damit Glutexo noch eine Runde durchhält. Sie dürfte ja eh nichts haben, was so viele Schadenspunkte zufügt. Okay, wir haben mal was Glumanda.
Mehr Feuer-Pokémon sind immer gut in diesem Kampf. Ja, Clefensa kann nur nach Familie rufen. Und ich kann es ungestört wegschlitzen. Wir sind heute richtig böse hier. So, und ich gehe in Führung. Das wird auch mal Zeit. Wenn man denkt, dass dieser Kampf eigentlich in einer Minute hätte vorbei sein können. Und Bisasam. Ah, Bisasam, du wirst mich jetzt bestimmt besiegen. Oder auch nicht. Ha! Tja, man sollte halt immer ein bisschen mehr Energie in sein Deck nehmen. Sollte ich auch mal tun. Hahaha. Immer schön an die eigene Nase packen. Okay, und noch ein weiteres Knofi. Ein Knofi-Knofensa. Du hast dich mal eben zu Ultrigare entwickelt. Auch nicht schlecht. Okay, der Kampf wird doch noch ein Minütchen länger, als ich dachte. Okay, Kadabra, jetzt zeig mal, was du kannst. Kann ich da irgendwas Besonderes machen? Nee, ich lasse es jetzt so. Ich denke mal, ich kann jetzt nicht mehr wirklich verlieren. Auch wenn sie mich jetzt vergiftet. Ja, wirf ruhig Kopf. Hast es dir verdient. Hast gut durchgehalten, tapferes Mädchen. Jo. So, und der letzte Schlag. Psychoschlag. Ein super Psychoschlag. So, und der letzte Preis ist... ein Abra! Abracadabra, Simsala! Und ich hab gewonnen! In 7 Minuten! Hätte besser laufen können. So macht man das, Nagi! Das ist der zweite Sieg! Nur noch ein Gegner und der Challenge Cup ist gewonnen! Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer mein dritter Gegner sein könnte. So ein Pech, Laura! Komm gut nach Hause! Nun zum nächsten Herausforderer! Es ist... oh mein Gott! Ronald! Run! Wie ist wieder da! Nagi, ich werde dich besiegen! Level 8 Mio gehört mir! Ja, endlich habe ich mal den Level richtig gesagt. Also, lass das dritte Match beginnen! Sind eure Decks fertig? Deck vorbereiten! Ja, und erstmal speichern! Die Frage ist nur, welches Deck nehme ich jetzt stattdessen? Nehme ich das Shigi-Deck? Oder packt er dann wieder die Elektro-Pokémon aus? Ich weiß es nicht. Ah, ich kann höchstens, wenn es schlecht aussehen sollte, nochmal den Spielstand laden und dann anderes Deck nehmen. Aber ich bleib, glaube ich, jetzt erstmal bei dem Deck, was ich jetzt habe. Nun, Nagi, lass das dritte und letzte Match beginnen. Gegen den unschlagbaren Ronald. Oh, jetzt ist er auf einmal unschlagbar. Das wollen wir nochmal testen, ob das wirklich so ist. So, und fängt es mal gut an. Ja, mit einem einzigen Pokémon. Fängt's gut an. Na, wenigstens kann das für uns ein bisschen paralysieren. Und er hat bestimmt wieder die ganze Bank voll besoben. Naja, nicht besoben, aber er hat immerhin drei Pokémon. Und ich werfe bestimmt keinen Kopf diesmal, ne? Doch? Wow. Immer wenn ich es nicht erwarte. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Und Magma. Ah, ouch, das wird übel. Und ich ziehe so viel Energie. Ich brauche sie nicht. Ich kann damit nichts machen. Ich kann da nur einen Angriff, der mir Schaden zufügt. Schlecker. Wieder das Geschäft. Wieder laden. Und es wirkt nicht. Warum wirkt es denn nicht? Was soll ich denn machen mit diesem einen Nebulak? Ja. Jetzt hätte ich besser mein Shigi-Deck, ne? Jetzt auf einmal. Ich glaube, Ronald kann meine Gedanken lesen und ermittelt anhand dessen immer, welches Deck er gerade nimmt. Ah, zumindest Glutexo habe ich. Aha. Nur sollte ich noch in der Lage sein, es ein bisschen zu paralysieren. Oder auch nicht. Ja, die Münzen funktionieren wieder ganz toll. Sind hier irgendwelche Magnetons am Tisch? Ronald, hast du die vorhin irgendwie angebracht? Ja, Slime kann er jetzt auch. Gibt Gas. Na, zumindest gegen Slime kann ich was mit Nebulak machen. Oder mit Abra. Wen auch immer. Verzeihung. Da hört man's raus. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Das ist nicht unbedingt ideal, aber ich bin auf dem Weg der Besserung.
So, mal kurz mal blicken. Glumanda, Abra. Kadabra. Ja. Aber was mache ich denn? Ich habe ja schon Energiekarte gespielt. Haha, ich vergessliches Wesen. Komm, wirf mal Kopf. Danke. So müssen wir uns wenigstens keine großen Sorgen machen, dass irgendwas Böses passieren könnte. Wahrscheinlich hat sich Ronald mal eine Blockstrategie abgeguckt und versucht jetzt mit Magma so lange wie möglich zu blocken. Aber das werde ich mir schön vermasseln, da kann ich mich mal drauf einstellen. So, jetzt gibt es erstmal ein paar Evolutions. So, eine weitere Lähmung, bitte, wäre nett. Danke. Auf einmal funktioniert's. Ist wohl der Magnet unterm Tisch abgefallen, hä? Und ein Trank. Oh, der wird mir noch nützlich sein, aber jetzt doch nicht. Ich warte noch ab, bis ich ihn benutze. Erstmal die Feuerenergie an Glutexo. So, nochmal Schlecker. Diesmal keine Lähmung, aber ich glaube auch nicht, dass der Magma jetzt noch Energie gibt, jetzt so gut wie besiegt ist. Aber man weiß nie. Die Computergegner sind manchmal ziemlich schwer einzuschätzen. Ja, oder auch nicht. Oh, wir haben Simsala. Oh mein Gott. It's an epic Simsala. Und beziehungsweise können wir Schadenspunkte tauschen? Yeah! So, und ich hoffe, du hast jetzt keinen Aufwisch. Dann hasse ich dich, Ronald. Noch mehr als sonst. Ist ja nicht so, als ob ich dich schon nicht so hassen würde. Na? Na? Nein? Hast du nicht? Oh, wow. Der Junge überrascht mich. Ich dachte, er wäre unbesiegbar und unschlagbar, aber anscheinend nicht. Also, machen wir Schlecker. Und dann wird er bestimmt seinen Slammer auf den Hals setzen. Oh, nein, Kleinschein. Oh, Kleinschein. Ein kleiner Schein. Hahaha. Okay, 10 Schadenspunkte. 10 Schadenspunkte. Okay, damit kann ich leben. Wenn es ja sonst nichts ist. Ich nehme sowieso keinen Schaden, wenn ich Resistenz habe. Oh Mann, Kleinschein, da müsstest du schon 4-mal hintereinander Kopf werfen, damit überhaupt irgendwas passiert. Okay, wie sieht's denn aus mit Energie auf Slimog? Slimog, du brauchst diese Energie nicht. Die nehme ich dir mal weg. Mir fällt gerade auf, ich kann Sinnela das Pokepower nicht einsetzen, solange Slimog im Spiel ist. Denn Slimog blockiert die Pokepower anderer Pokémon. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich schaue nochmal nach. So, ein Blick über den Tisch gewährt Einblicke. Obwohl, nee, ich habe ja Kadabra noch gar nicht entwickelt. Okay. Ach, Quatsch. Ich bin mal wieder total nicht bei der Sache. Slimog. Giftgas. Ignoriere alle Pokémon-Power außer den Giftgasen. Diese Fähigkeit verliert ihre Wirkung, solange Slimog schläft, verwirrt oder gelähmt ist. Das ist nicht gut. Aber wir entwickeln mal fröhlich das andere. Abra zu Kadabra. Und ja, ich greife erstmal wieder mit Schlecker an. Mal bisher verläuft der Kampf nicht so schlecht. Ist mir auch ganz schön, wenn wir mal Kämpfe gegen Ronald machen, die nicht um 6 Preise gehen. Das dauert irgendwie immer ziemlich lange. Aber wir werden ja noch öfter gegen unseren guten Freund kämpfen müssen. Ja, das wird Spaß machen. Und jetzt habe ich genug. Jetzt will ich mal endlich wieder ein bisschen was haben. Dafür gebe ich auch gerne den Trank her. Und aber Simsala möchte ich noch spielen. Hier, entwickeln wir das andere Kadabra zu Simsala weiter, damit Kadabra noch mit 50 Schadenspunkten angreifen kann. Und wir mit dem anderen Schadenshaus einsetzen können. Zumindest wenn Slime auch besiegt ist. So, die beiden weg. Professor Eich, komm zu mir. Ich hoffe, du bist jetzt hier drin und nicht unter meinen Preiskarten. Da bist du ja. Der gute Dr. Eich. Professor Eich. Dieser anerkannte Fachkraft der Pokémon-Welt. Was hat er schon alles für uns getan? Hat uns ein elektronisches Gerät in die Hand gegeben und uns in die weite Welt geschickt. Was für ein Mann. Und Bill. Ah, was für ein Vorbild. Er zieht Karten für uns. Danke, danke. Doppelfarblose Energie ist immer gerne gesehen.
Vor allem mehr Psychologie ist gerne gesehen. So, jetzt zieh ich zurück. Nebula kann sich ja umsonst zurückziehen. Wir setzen Glutexo ein. Benutzen Schlitzer. Und in der nächsten Runde einen gefährlichen Flammenwurf. So, Preis Nummer 2 ist mein und es ist wieder Bill. Bill ist ziemlich beliebt hier. Zumindest in meinem Deck. So, mehr Feuerenergie, aber im Moment verblüfft erstmal Bill. Bill gibt mir wieder zwei tolle Karten. Tolle Karte. Und noch eine tolle Karte. Oh, mit dem Pokédex können wir die Reihenfolge der ersten 5 Karten auf unserem Deck ändern. Windhauch. Oh, erstmal Energie. Energie muss rein. Ach Quatsch. Ich verwechsel das. Erstmal Windhauch, dann die beiden Energiekarten und dann die beiden hier. Noch irgendwas? Ach nee, es passt erstmal so. Flammenwurf. Einmal für Slimog, kommt sofort. So, hast du irgendwie eine böse Überraschung für mich? Nein, hat er nicht. Ah, Ronalds. Na, läuft gut diesmal, was? So, weil wir nicht nochmal Energie bezahlen müssen. Wollen, machen wir Schlitzer. Das reicht nämlich auch. Und es sieht ziemlich schlecht aus für unseren guten Rivalen. Was wird er jetzt tun? Na? Natürlich mit die Energie fopsen, ist klar. Tja, du glaubst wohl, ich kann jetzt nicht mit 50 Schadenspunkten angreifen, was? Könnte ich, aber dazu müsste ich wechseln, was ich so nicht kann. Ja, warten wir es mal ab. Vielleicht sind wir jetzt mal nicht gelähmt. Dann können wir den ganzen nämlich ein Ende setzen. Wäre nämlich ganz cool, wenn wir noch unter 20 Minuten fertig werden. Und bitte zahl, bitte zahl, bitte zahl. Ja, danke sehr. Die Münzen funktionieren natürlich wieder super. So, und jetzt ziehen wir uns mal schön zurück. Zurückziehen. Einmal bitte. Kanabra! Benutze den Super-Psychoschlag. Wir beenden alle unsere Kämpfe mit diesem Angriff. Und es wird schon Schadenspunkte zu. Wusa! Na, ich hab alle Preise gewonnen und die Entscheidung. Ronald geht K.O. und hat nicht einen einzigen Preis gezogen. Oh, das wird ihm noch schwer im Magen liegen. Herzlichen Glückwunsch, du hast 3 Gegner besiegt. So ein Pech, Ronald. Versuch es beim nächsten Challenge Cup noch einmal. Ob er dazu noch die Motivation hat? Volltreffer, Mist. Puh. Nein, nächstes Mal gewinne ich. Wenn es dann ein nächstes Mal gibt, was es leider geben wird. Der Gewinner des Challenge Cups heißt Nagi. Nagi, dein Preis ist Level 8 Mew. Epische Musik for the win. Oh, ist die süß. Ein Mew, das sich auf einem Stein sonnt. Es ist klein, schwach, aber irgendwie niedlich. Neutralisierendes Schild, was macht das nochmal? Verhindere alle Auswirkungen von Angriffen auf Mew. Anschließend hast du Schadenspunkte durch entwickelte Pokémon. An die Fähigkeit kann ich mich gar nicht erinnern. Okay. Interessant. Herzlichen Glückwunsch, Nagi. Yay. Mit einer weiteren Promokarte ziehe ich von dann. Haha, nichts kann mich aufhalten. Ich muss nur noch in 3 Clubs gewinnen. Den Steinclub, nee Quatsch, den Kampfclub, den Elektroclub und den Psychoclub. Und wir gehen als nächstes in den, meiner Meinung nach, schwersten Club von allen. Den Psychoclub. Denn hier zu gewinnen ist ziemlich schwer. Die haben erstmal haufenweise Psycho-Pokémon, die nur Schwäche gegen sich selbst haben. Und ekelhafte Farblos-Pokémon mit abartig vielen KP. Und wir können schon direkt gegen den Großmeister, was heißt den Großmeister? Du bist nur ein kleiner Pimpf, ein kleiner Clubmeister. Wir können gegen den Clubmeister direkt antreten, nachdem er hier in der Ecke saß wie so ein kleiner Emo. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt gesehen haben, wie er da zusammengekauert sitzt und irgendwelches Zeug gequasselt hat. Ja, ich muss gegen ihn auf jeden Fall noch ein besseres Deck bauen. Also, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, hoffentlich mit einem besseren Deck. Ich werde mal gucken, ob ich noch ein paar Karten sammle. Vielleicht, wenn ich gerade die Lust dazu habe. Und dann geht's nächstes Mal schwungvoll weiter, wo wir hoffentlich die nächste Medaille ergattern. Also, bis zum nächsten Mal.